haben. Davon hat sich noch keiner erholt. Ich schicke dir später einen Lächeln. Ich bin Ich bin zwar Doktor, aber kein Mediziner. Ich arbeite für die Forschungsabteilung von Hyperion.
Können Sie diese Behauptung bestätigen, Mr. Jack? Ich kenne ihn nicht. Jo, wie heißen Sie? Oh, sorry, mein Freund. Gladstone Kator, Abteilung D. Was führt dich hierher? Abteilung D? Da verstecken Sie doch die Intelligenzbestien, die an so supergeheimem Scheiß arbeiten, oder? Ich forsche an experimenteller Technologie. Die Abteilung lässt mich die Sachen hier benutzen. Was machst du hier? Nun, Gladstone Katoa, ich muss zurück auf die Helios und den fetten Laser dort von ein paar schräg aussehenden Dahl-Militärs zurückerobern. Tun wir das nicht, macht der Mond bumm und halb Pandora mit dazu. Ah, Sie wissen schon, das Übliche. Oh Mann, ich hab mich schon gefragt, was da los ist. Aber was willst du dann hier? Solltest du nicht eher bei der Raumstation sein? Jack will eine Roboterarmee mit meiner KI bauen und damit die Helios zurückerobern. Ich bin übrigens Felicity. Ach so. Du willst meinen Prototypen. Tja, der ist noch nicht fertig. Nein, wir wollen hier Roboter bauen. Was meinst du mit Prototyp? Ach so, ich war mit einem inoffiziellen Projekt befasst. Den Bau eines Masterbots, der einen unendlichen Nachschub an anderen Bots digistocken kann. Ist fast fertig. Aber wegen der Staffs konnte ich einige wichtige Teile mit einbauen. Ich würde nicht wollen, dass ihnen ein so mächtiges Gerät in die Hände fällt. Das Kerlchen da. Erzählen Sie weiter. Ja, Freund. Wir brauchen nur die Hardware zusammenbauen, dann noch eine Militär-KI installiert und wusch, schon spuckt das Ding kampfbereite Loadouts. Ich bin ihr weit voraus, Mann. Was glaubst du, wozu Felicity hier ist? Was? Du willst mich in einen Constructor-Bot stecken? Ich hatte mir was anderes erhofft. Oh, Constructor, hübsch. Tja, Technik-Freak, dieser Prototyp kann also Gefechtsloader-Digistructen, weil, ehrlich, diese Power-Suits finde ich ziemlich klar. Ja, absolut. Aber zuerst musst du den Prototyp fertig zusammenbauen. Dazu musst du dir Zugang zur Hauptbot-Fabrik verschaffen, durch das Transportgate. Ich überwache die Systeme von hier aus. Jawoll! Vorwärts, Team Roboterarmee! Kann ich da gar nicht mitreden? Klar, ist mir alles recht. Aber mach meine Loader zu tödlichen Waffen. Übrigens, der Letzte, der mich übers Ohr hauen wollte, ist jetzt nur noch eine dumm dreinblickende Ansammlung von Einschusslöchern. Klar? Warum sollte ich dich überfahren, Kumpel? Du willst den Mond retten und scheinst ein aufrechter Kerl zu sein. Und du hilfst mir, mein Lebenswerk zu vollenden. Nicht zählen, bevor sie geschlüpft sind. Aber da könntest du Blutrecht haben.
Dort habe ich an meinem Prototyp gearbeitet, bevor die Scavs auftauchten und sich hier eingenistet haben. Vielleicht hast du sie verscheucht mit deiner extrem angsteinflößenden Kammerjägerlichkeit. Offenbar nicht. Wir haben einen Dahl-Powersuit. Sorry, Freund. Das ist also der Geburtskanal für meine neue Roboterarmee, hä? Ja, hier habe ich meist gearbeitet, bevor die Scavs ankamen und mich zwangen, ihr Arzt zu sein. Wir müssen das Areal von ihnen säubern, bevor es losgehen kann.